Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. So, ich würde jetzt... Oha, die Wehen haben eingesetzt. Oh. Damit habe ich jetzt die Folge noch gar nicht gerechnet. Oh Gott, wir haben erst zweimal Erdbeeren gegessen und... Ist Erdbeeren! Ja genau, sitz am Klo und iss Erdbeeren. Damit wir es jetzt noch beeinflussen können. Wo die Wehen schon eingesetzt haben, welches Geschlecht das Baby bekommt. Oh, weia. Ich wieder hier. Oha, ja, abwarten, was geschieht. Jetzt ist es soweit. Ich hoffe, dass es geklappt hat. Und wir ein Mädchen bekommen. Das wäre schön. Also die Wäsche hier ist auf jeden Fall ganz schön... Oh Gott, hoffentlich kriegt die keine Zwillinge. Aber ich kann jetzt echt keine Zwillinge hier im Haushalt gebrauchen. Das wäre dann heavy, wenn wir hier... Dann hätten wir wirklich Full House. Dann hätten wir hier 8 Personen. Nein, was ich eigentlich noch sagen wollte, das machen wir jetzt auch noch fix, bevor es zum... Könnt ihr mal gerade noch warten? Bevor es... Oha, er dreht schon durch. Bevor es zur Geburt kommt, mir wurde geschrieben, dass ich vielleicht hier doch noch andere Teppiche reinlegen soll. Und da gebe ich euch recht, die sehen wirklich noch ziemlich, ja, richtig nach Kleinkind aus. Was nehmen wir denn hier mal? Wir haben doch hier auch... Hier so ein Fleckenteppich. Nein, Quatsch. Der ist ja auch viel zu groß. Nee, wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Warum finde ich eigentlich nie die Sachen, die ich suche? Ich finde, das ist dann schon eher kindmäßig, kindgerecht. Warum kann ich den Teppich nicht ganz frei... Doch, ich wollte gerade sagen... Oder vielleicht so? Jetzt ist es schon mehr Kind. Ich bräuchte mal so einen Straßenteppich. Wisst ihr, was ich meine? Diese Teppiche, wo man früher immer mit den Autos drauf gespielt hat? Okay, ich habe mehr auf den... Ich hatte Siku-Autos jede Menge und habe damit auf den Lego-Straßen gespielt. Aber mein Bruder hatte jede Menge Lego noch. Ich meine, mein Bruder war ja nur 9 Jahre älter, oder ist 9 Jahre älter als ich. Aber wir haben trotzdem viel zusammengespielt, auch damit. Jetzt will sie erstmal noch was essen, dann wäre das ja wäre das heute eine doppelt- und dreifach Einrichtfolge. Weil wir müssen dann ja auch mal noch irgendwann das andere Kinderzimmer einrichten, ne? Das müssen wir dann ja auch noch in Angriff nehmen. Hei. Milo hat mit irgendwas ein Problem. Der Napf ist leer, deswegen. Warum schüttet das Ding denn wieder nichts nach? Füll das mal und lass das mal alle 3 Stunden nachkippen. Das ist ja Wahnsinn. Oh je. Oh Gina, geht's jetzt los? Nee, noch nicht. Gut, dass er so eine Daunenweste anhat. Da hat er genug Knautschzone für Ginas dicken Bauch. Aber der ist wirklich enorm dick. Also ich habe gerade echt so ein bisschen die Befürchtung, dass das womöglich Zwillinge werden. Das wäre ein bisschen doof. Hier, du sollst dich da noch mal kümmern hier. Zeitplan festlegen, 3 Stunden, das haben wir selbstständig gemacht. Und bitte noch mal alle Tierschüsseln füllen. Ach, jetzt ist es nachgeflossen, hätte ich fast gesagt. So, jedes Mal, wenn ich ihn in diesem Outfit sehe, muss ich an Bastille denken. Wie gesagt, The Silence, diese Halloween-Auftritt. Die. No,
Er ist echt so cool. This is not enough to become strong. Can you feel the silence? Wer von euch kennt das Lied? Haben wir Bastille-Fans unter euch? Ich war damals auf dem Konzert in Oberhausen, aber ich höre tatsächlich relativ selten Alben. Ich habe mir das neue habe ich mir auch gekauft, aber das habe ich noch gar nicht so oft gehört. Aber als ich das alte gekauft habe, da bin ich zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr viel Auto gefahren. Und im Auto höre ich sehr viel Musik. Wenn ich zu Hause bin, höre ich aber tatsächlich meistens die Musik dann über YouTube. Ich finde es so schade, dass ein paar Sachen, die man so unterwegs, in Anführungsstrichen, also zwischen den Alben gehört hat. Gina bekommt ihr Baby! Oha! Oh, das Kuffa! Das habe ich eben selber unterbrochen, dass da ein paar Lieder nicht drauf sind, wie zum Beispiel Campus. So, es ist ein Mädchen, jawohl, cool. Was machen wir denn mal? Ich hatte jetzt so viele Namen schon mal überlegt und gehört, wo ich gesagt habe, okay, das ist echt mal was, das müssen wir uns mal merken. Und jetzt stehe ich wieder hier und weiß wieder keinen der Namen mehr. Es ist zum Verrücktwerden. Könnten sie Sarah oder Sarah nennen? Sarah Smith klingt ein bisschen doof, aber Sarah Smith könnte man machen. Wir hatten noch keinen Sim, der Sarah heißt, oder? Machen wir mal, mit einem H am Ende. Es gibt ja unterschiedliche Schreibweisen. Es gibt die Schreibweise, es gibt die Schreibweise und es gibt die Schreibweise. Die gefällt mir irgendwie immer mit am besten. Die kleine Sarah ist da. Sehr schön, dass es tatsächlich geklappt hat mit dem Mädchen. Ich hatte echt schon nämlich Angst gehabt, dass ich womöglich zu wenig Erdbeeren gegessen habe. Ja, den kleinen Schreihals, den stellen wir jetzt mit der Wiege erstmal noch hier ins Schlafzimmer, ins elterliche. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt gerne hier schon mal mit der Raumgestaltung anfangen für ein neues Kleinkinderzimmer. Ich habe extra im Vorfeld schon den Cheat eingegeben. Oha, viel Zeit habe ich aber nicht mehr, weil meine Platte läuft nämlich gleich voll. Das ist eine sehr schöne Farbe, aber vielleicht ein bisschen too much. Das ist vielleicht ein bisschen zu kräftig. Was machen wir denn da mal? Hier, die Glitzerwand. Die Glitzerwand ist tatsächlich awesome. Die könnte sie im Teenageralter bekommen. Die finde ich total schön. Vielleicht einfach so eine ganz, ganz blasse Wandfarbe. So, wir brauchen aber mal noch eine Lampe. Wir nehmen die Wolke hier. Ich finde das Gelb und Rosa eigentlich eine ganz coole Mischung so zusammen. So, und da habe ich doch ein paar Betten runtergeladenerweise, wo das echt... Oh, das ist total cute. Aber die hier, die finde ich auch echt schön. Guck mal, vielleicht das hier? Guck mal, das ist sogar, das sind sogar so grob die Farben. Was haben wir hier noch? Das hier wäre auch schön. Ich tendiere aber, glaube ich, wirklich zu dem hier. Das finde ich mega putzig dazu. So, dass wir das jetzt schon mal eingerichtet haben, dass wir uns dann die nächsten Folgen wirklich wieder mehr ums Gameplay kümmern können. So, ich würde dazu gerne das nehmen, was wir auch schon bei, was wir auch schon drüben gehabt haben bei Cedric. So, eine Miezekatze und... Hier stellen wir noch drauf. Oha! Wie riesig ist denn die Puppe bitte? Hoppala, wie ging das nochmal den kleiner machen? Ich habe schon wieder... Ging das über welche Taste ging das denn nochmal hier? Hä? Ich habe vergessen, dass es um kleiner machen geht. Ich habe das am Anfang gelesen. Ich habe es euch auch sogar selber schon mal gesagt. Ich habe es vergessen. Irgendwie finde ich, dass die Katze gruselig aussieht.
Ich finde die Augen, finde ich total... Ja, es ist gruselig, aber... Da finde ich den Hund, finde ich viel, viel süßer. Das ist süß. Den bekommt sie da schon mal hingestellt. So. Kleinkinder, ein Töpfchen braucht sie natürlich. Wobei wir da das Töpfchen hier im Bad weiter benutzen können. Vielleicht rutschen wir mit ihr mal. Nachdem ich das... Aber wir haben hier nicht so viel Platz drin. Nee, irgendwie kriegen wir das schon unter. So, ich möchte, dass auch sie wieder ein Tablet hat. Und... Ja, das war ja so ein Puppenhaus. Das ist ein bisschen groß, finde ich. Wo war denn hier Bauklötze? Das gibt's doch nicht. Ich suche irgendwas, was ich gerade nicht mehr finde. Ich hasse es, wenn das passiert. Wenn ich einfach Sachen nicht mehr finde. So, das stelle ich aber ein bisschen schräg hin. Und wir haben doch noch irgendwo so Sitzmöbel. Auch für kleine Kinder. Ich glaube, das war aber nicht hierbei. Ich glaube, das war tatsächlich auch bei Komfort. Okay, ich gucke aber gerade recht skeptisch auf meine Aufnahmeplatte. Die ist nämlich jetzt wirklich schon nahezu voll. Wir können ja nächste Folge vielleicht hier noch an dem Kinderzimmer weiter dekorieren, denn ich denke, ich werde dann das Baby direkt schon altern lassen. Ihr wisst, ich bin absolut gar kein Fan von Babys in Sims. Das klingt jetzt böse, wenn ich sage, ich kann auch in real nicht wirklich was mit Babys anfangen. Aber irgendwie ist es so. Ich weiß es nicht. Ich bin 27 und ich habe irgendwie noch so gar keine Gefühle, Mutter werden zu wollen. Ist das komisch? Aber ich glaube, es geht relativ vielen so. Was nicht heißt, dass ich generell was gegen alle Kinder und sowas habe. Aber irgendwie, ich habe überhaupt gar keine Gefühle, dass ich da irgendwas mal langsam machen oder tun müsste. Keine Ahnung, irgendwie. Gut, aber ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Bedanke mich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.